Oh, hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen vom Rücken des Brontos, der gerade irgendwie merkwürdige Sachen macht mit seinem Hals. Vielleicht sollte ich mal ganz kurz eben einmal nur arretieren hier. Habe ich mir jetzt gerade auf den Sattel gekackt? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir laufen erstmal ganz kurz eben hier runter. Ich glaube, ich werde so sterben, wenn ich hier runterklatsche. Okay, das sollte man lassen. Gut. Mal kurz eben überlegen, was wir machen wollten hier. Wir wollten ja, glaube ich, zum Beispiel auch mal hier diesen Ofen bauen. 92 haben wir. Da brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr. Hier haben wir nochmal 56. Das ist ja schon mal eine ganze Ecke. Ich glaube, wir brauchen 200 oder sowas. Structures Cooking. Ja, 200 Stück brauchen wir. Das reicht natürlich jetzt noch nicht. Da fehlen uns noch 50. Da müssen wir dann eventuell nochmal ganz kurz eben hier mit dem Dings los. Mit der Anke. Und dann mal ein bisschen Metall und na komm. Ein bisschen Metall und natürlich auch ein bisschen Flintstones sammeln. So, nehmen wir mal hier die Anke mit. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln, bis wir da mal irgendwo ankommen. Aber dann haben wir wenigstens das ganze Material zusammen, was wir brauchen. Das ist ja auch schon mal schön. Und vor allen Dingen können wir dann noch mal ein paar Sparkboarder machen, damit sich die Sachen länger halten. Das wäre vielleicht echt noch wichtig. Das mal alles wegbomben hier. Brauchen wir sowieso nicht mehr. So. Dann kommen wir jetzt gleich mal zu den Metallfelsen. Da lohnt sich dann auch mal richtig. Un, dos, tres. Irgendwas mit Maria. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist gut hier. Ui, der ist sehr gut. War eigentlich sonst immer so ein kleiner Furzfleck an Metallbrocken nur? Und vielleicht haben sie es überarbeitet. Kann ja sein. So, dann mal auf hier nach drüben. Oh, hier ist aber viel Metall drin. Das ist ein gutes Bäumchen. 36 Metall waren das jetzt gerade mal eben. Das ist schon mal ganz geil. Finde ich ganz köstlich, ganz köstlich. Ich freue mich ja schon so, wenn das Ding fertig ist, wenn das wirklich funktioniert, wenn wir alle möglichen guten Sachen auf unserem Floß drauf haben und dann da quasi so weitestgehend autark uns quasi bewegen können und alles halt da haben. Finde ich halt schon irgendwie cool, die Idee. Ich könnte mir also echt Schlechteres vorstellen, sagen wir es mal so. Mal schön, jetzt fängt es an zu schiffen. Na, Bömmchen. Und übrigens rückt der Tag immer näher, wo endlich Fallout 4 rauskommt. Leider ist dafür der Tag, wo die dicke Leitung bei uns kommt, ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil halt immer noch keine Bestätigungsmail da ist. Und das ist halt echt ein bisschen mies. Das heißt, dann wird sich wahrscheinlich der Streambeginn wahrscheinlich auch echt um so eine Woche verschieben oder so. Das tut mir jetzt echt leid, da kann ich nichts für. Da kommen die halt einfach von T-Offline nicht auf die Kette hier. Ja, also von mir aus hätte ich schon jetzt gern die dicke Leitung. Geldtechnisch ist das ja kein Problem. Also nicht nur im Endeffekt, sondern auch tatsächlicherweise ist es so, dass ich dann nachher weniger für die Leitung bezahle. Obwohl sie um ein Vielfaches schneller ist. Also, ich kriege dann ja um eine 30-fachen schnellere Leitung. Wir gehen mal ganz kurz eben hier runter. Komm, Anke, ich nehme mir gerade mal ein paar Sachen ab. Die 160 Metall zum Beispiel. Und, ja, wie gesagt, eine 30-fach schnellere Leitung und bezahle dafür tatsächlich 10% weniger Geld im Monat. Also von daher ist das eigentlich schon eine Win-Win-Situation.
Und dann kann es endlich mal so richtig losgehen. Das heißt, so richtig losgehen, also ich meine, es geht ja schon mit 5 Videos am Tag oder 4 bis 5 Videos am Tag, geht es ja eigentlich schon richtig los. Aber halt noch, dass der Stream dabei kommt. Da freue ich mich also auch schon wirklich wie ein Döpken drauf. Vor allem bei manchen Projekten, wo ich dann halt nicht mehr in Anführungszeichen alleine aufnehmen muss, sondern halt jetzt dann Begleitung habe, so mehr oder weniger. Und halt auch ein bisschen so auf Fragen eingehen kann oder generell halt direkt. Ihr kennt ja auch die Vorzüge vom Stream und naja, ich denke mal, der ein oder andere freut sich da bestimmt auch schon drauf. So, jetzt haben wir den nochmal 83 Bärchen. Hier können wir uns gleich mal ganz kurz eben in die Kiemen reinstecken hier. So. Und dann machen wir die Anke nochmal leer. Die hat bestimmt noch ein bisschen was zu essen hier drin. Nicht zu essen. Genau. Stone. Flintstone. Bären hat sie auch tatsächlich. Und Narco Berries hat sie auch noch welche. Okay, dann machen wir jetzt gleich erstmal ein bisschen Spark Powder. Und dann machen wir. Da. Stein haben wir noch genug drin. Das heißt, wir brauchen erstmal nur Flints. Ah, es geht ja relativ schnell. So, mal schnell die 14 Stück nachgesteckt hier. Steine haben wir ja, glaube ich, noch genug hier. Boah, das Geräusch, ne? Die Narco-Barrels können wir mal nachstecken. Dann können wir nämlich hier nochmal ein paar. Konnten wir nicht nachstecken. Ah, ist wahrscheinlich voll. Scheint voll zu sein. Ja, 13 von 12, klar. Das Geräusch, da ist echt ein bisschen düsselig von. So, sehr schön. Dann können wir jetzt hier noch ein paar Nags machen. Das dauert halt ein bisschen länger. So, Räucherkammer up und rein damit. Sollte sich das erstmal wieder eine ganze Weile länger halten. Jo, hier sieht es auch ganz gut aus. Stein können wir mal ganz kurz eben hier reinschmeißen. So reservetechnisch. Das Leder tun wir mal hier rein. Zu dem anderen Gedönse. Da hat hier auch wirklich schon einige mal, also einiges an Zeug. Das finde ich ja schon mal ganz sexy auch. Bin mir aber ziemlich sicher, dass ich auch Nagpfeile hatte. Aber die sind irgendwie weg. Na gut. Ein bisschen Schwund ist immer. So, tschöp. Schade. Oh, warte mal. Das sind nur 100er Stacks. Das heißt, die müssen wir einmal genau aufteilen. Dann geht das auch perfekt auf mit 100. So. Ja, super. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis es alles irgendwie so einigermaßen verschmolzen ist. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mit dem Rex spielen gehen. Wir gehen mal ganz kurz mit der Anke nach unten. Damit hier auch gefeedet wird, anständigerweise. Achtung, gibt Flatschen. Habt ihr nicht so, Anke. Wächst alles wieder raus. So, und dann tun wir jetzt mal ganz kurz eben die Meo und Tinto Berries und den ganzen Schmand hier auch nochmal in die Kiste rein. Da haben die noch ein bisschen was zu fressen für zwischendurch. Man ist ja tierlieb. Oh, die haben tatsächlich noch was zu fressen. Dann tun wir die mal da hinten rein. Wir können hier vielleicht mal gucken, ob hier irgendwo nochmal ein Ei drunter liegt. Da liegt nämlich schon eins. Das ist kein Ei, auch wenn es fast die gleiche Form hat. Hat aber leider eine andere Farbe und riecht auch nicht ganz so. Okay, Bären haben sie auf jeden Fall genug. Damit kommen sie auf jeden Fall mal über ein paar Tage. Dann gehen wir in die Runde nochmal eben schnell ab. Und dann können wir auch langsam mal hier das Sessionende machen, weil ich muss nämlich gleich sowieso zur Arbeit. Und dann machen wir das nächste Mal auch wieder mit dem Patrick weiter, denke ich mal. Der alten Labertasche. Okay, hier ist glaube ich nichts.
Da liegt was. Oh, zwei Stück direkt wieder. Also die... waren das nicht... Hä, war da nicht gerade noch ein Ei? Hm, scheinbar vertan. Kann ja auch mal passieren. So, hier drüben der Kompost müsste eigentlich auch fertig sein, oder? Hatte ich ja was reingestopft letztens. Jawohl, das ist auch fertig. Das können wir dann auch mal rüberpacken. Hauptsache, wir haben halt erstmal welchen. Warum haben wir das hier noch nicht fertig ist? Das hat doch genug Tetsch. Naja, es gibt manchmal Dinge, die muss man nicht verstehen. So, nochmal dreimal Fertilizer. Und natürlich die Eier hier raus. So. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles abgefarmt soweit. Dann gehen wir nochmal ganz kurz eben in unser Flößchen rein. Hm, da hinten ist noch ein Bronto. Wir könnten noch, wir machen auch eben. Na komm. Komm, Beißi, wir gehen nochmal kurz spielen. Reagiert ja gar nicht. Der faule Hund. So. Alter, diese Jäger sind im Wasser einfach so unglaublich langsam. Das ist echt ein Traum. Level Ups available. Dann machen wir das nochmal ganz schnell eben und dann sind wir für heute erstmal durch. Es tut mir leid, dass wir die heute etwas kürzer machen, die Folge. Aber ist halt leider so. Wie gesagt, ich muss gleich los und da gibt es halt Prioritäten, die man einhalten muss. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir gehen nochmal auf den Damage. 84% klingt ganz gut. So, dann machen wir wie gesagt hier einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin alles Gute und haltet die Ohren steif. Ciao!